Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, wir stehen vor den Toren von Tela Zero oder so ähnlich. Ja, sieht gut aus. Frage, hier rein oder dort rein oder überhaupt hier rein? Ich gehe mal hier rein. Ist denn das... ist das gefährlich? Tut das weh? Kann man da hin? Was soll das sein? Berandas Propylon. Ist das? Ihr habt nicht den nötigen Index für diesen Propylon. Aha. Also man kann damit irgendwas machen. Marundas Propylon. Aber wir brauchen einen sogenannten Index dafür und es tut bis jetzt noch nicht weh. Das ist schon mal sehr nett. Sollte das sowas wie ein Teleporter oder so sein? Das wäre ja auch cool. Gut. Das war schon mal sehr, sehr nett. War das nicht irgendwie sowas? Hatte ich da nicht irgendwas schon mal sowas gelesen, dass man bei irgendwelchen sag mal schnell, da kommt schon wieder einer angewetzt, der will was von uns. Wahrscheinlich nichts Gutes. Das hat er sich festgepackt, dass man bei irgendwelchen Tempeln die Möglichkeit hat, die Möglichkeit hat, zu teleportieren oder so. Ich meine, was in dieser Richtung mal in Erfahrung gebracht zu haben. Oh, ich komme hier nicht weg. Verdammt. Ah, verdammt. Das habe ich gar nicht gesehen. Das heißt, ich habe da Gegner, die mit Fernwaffen mich attackieren. Und ich habe auch keine andere Möglichkeit. Da müsste ich dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Levitation oder so da hochkommen oder so. Ich denke mal, die sind mir noch ein bisschen über. Übrig auch, ja. die sind mir noch ein bisschen über. Aber interessant, diesen Ort hier gefunden zu haben. Wenn die auch alle nicht so ganz nett sind. Wie das geht. Dann Sandkasten, kann ich hier spielen. Bin mir gar nicht so sicher, ob ich das Ding hier betreten sollte. Nicht, dass ich da hier versinke oder irgendwelche anderen bösen Sachen passieren. So. Tja. Da haben wir einfach mal so einen Tempel hier entdeckt. Und wahrscheinlich wäre es keine schlechte Idee, bei der Ausstatterin dann doch Pfeil und Bogen zu erwerben, wenn denn der entsprechende Zeitpunkt dazu da ist. Da haben wir wieder den Hund von vorhin. Der ist wieder da. Und wir werden uns wieder seiner annehmen. So. Das war erstmal hier so die Gegend. Achso, Moment, nein, das wollte ich gar nicht. Den wollte ich. So, Achso, nee, das war dann doch ein anderer Hund, weil ich glaube, ich bin von der Seite hier gekommen, ne? Genau. Denn der liegt wahrscheinlich noch hier. Gut, dann war es sein Bruder oder wie auch immer. Genau. Und ich sollte zusehen, dass ich, zurück zu dem Ort komme. Da ist er schon. Nicht der Ort, sondern der Hund. Und, oder das, was von ihm übrig ist. Und da haben wir noch so ein Flattervieh. Wie ist das? Erstmal kommt das Flattervieh. Hallo. Was los hier? Achso, das ist die Ratte von vorhin. Ja, alles klar. Gut, ja.
Interessante Gegend hier. Also da haben wir einen Gegner, mit dem wir noch nicht so ganz klarkommen. Da haben wir einen Gegner, also hier bei dem Tempel, mit dem wir mit ein bisschen Glück klargekommen wären. Oder mit dem sind wir klargekommen. Der hat uns zwar ziemlich runterbekommen, aber nichtsdestotrotz, wie die steht. Ach so, ich bin hier verkehrt. Alles klar, ich muss hier runter, ne? Genau, da sind die. Da sind die Wegweiser. Und das ist wieder diese Quama oder Quana oder wie die mal heißt, also diese komische Höhle von den Tieren, die da diese Eier legen. Die man dann auch einsammeln und verkaufen kann. Bringt, glaube ich, vom Geld her nicht ganz so viel, aber besser als nichts. So, wo war ich? Tempel, Dingenskirchen, ich habe den Faden verloren. Naja, wie gesagt, ich muss erstmal zum Ort. Muss mich da erleichtern, also gepäckmäßig. Und das Ganze in Geld umwandeln. Und ja, dann würde ich ganz gerne die ein oder andere Ausbildung mal ausprobieren, beziehungsweise darauf zurückgreifen, um meine Figur auf die Art und Weise auch mal so ein bisschen hochleveln ist es weniger, aber vielmehr halt die ein oder andere Fähigkeit etwas zu verbessern. Das kann nicht schaden, wie wir ja gerade gesehen haben. Ja, achso, genau. Wie gesagt, den einen Typen, den haben wir ja gerade noch. Jetzt bin ich wieder im Thema. Soeben so geschafft. Und aber die anderen Kollegen da, die da auf dieser Plattform standen und uns mit irgendwelchen Fernwaffen attackiert haben, das ist eine ganz andere Nummer. Und da brauche ich wirklich selber eine Fernwaffe, um da mit klarzukommen. Alles zu seiner Zeit. Aber so ist es halt hier, die Gegend, sie sind halt sehr abwechslungsreich, so vom Schwierigkeitsgrad her. Ne? Du hast also Gegner, die du einfach so wegbekommst, wie hier irgendwelche Ratten und dergleichen. Und dann hast du solche Leute wie hier, in dieser Höhle, wo da auch die Sklaven festgehalten wurden. Irgendwelche Schmuggler, die sich da halt niedergelassen haben und sich da die Sklaven wohl geschnappt haben. Das sind wahrscheinlich die Sklaven, die immer gesucht werden. Vermute ich mal. Egal. Ja, dann hast du halt solche Leute, mit denen man einigermaßen gut klarkommt, ja, die dann nicht die zu knacken sind, die zwar schon auch ein bisschen nicht ganz so leicht sind, aber halt wo der Level stimmt, sag ich mal so, ja, wo man halt mit klarkommt. Und dann hast du solche Typen, die dann zweimal zuschlagen. Oder was? Aber wie gesagt, das ist dann so der Antrieb, dann halt hier später nochmal hinzukommen, um sich dann diesen Gegnern zu stellen. Und somit sieht man sich hier des Öfteren in dieser Gegend dann halt wieder. Ne? Man ist dann immer mal wieder Gast. So, weg mit dem Schwert. Als Gast sollte man sich auch als solcher benehmen und zu erkennen geben, und wenn man hier schon wohl angesehen ist oder zumindest einigermaßen gut angesehen ist, dann sollte das auch so bleiben. Gut. Ich habe Dinge in meinem Rucksack, die ich ganz gerne loswerden möchte. Die Läuferfedern, 3 Stück. Die könnte ich versuchen, beim Händler loszuwerden. Ich glaube, die Ausstatterin hat die nicht angenommen. Das war, glaube ich, so, dass die da sich aus irgendwelchen Gründen hergestellt hat. Aber der Händler ist da in dieser Richtung zugänglicher. Fangen wir an, Geschäfte zu machen. Genau, mein Freund. So, ja, wie kann ich euch helfen? Du kannst mit mir handeln. Ich würde ganz gerne diese Läuferfedern loswerden. Und zwar alle 3. 28. Okay, habe ich sonst noch was dabei, was ich hier gut
verkaufen kann. Ich sag mal nein. Auch nicht so unbedingt. Kleidung. Moment. Also Turmschild. Wert 50. Da würde ich lieber jemand anderen fragen. Genau. Das Amulett. Wert 2. Komm hier, ne? Dann versuche ich es mal mit 30. Sehr schön. Oh, ich habe einen Level Aufstieg und Feilschen ist auf 11. Und ich bin bei Ihnen wieder bei 53. Das ist, tja, erstmal hier, leb wohl. Da habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. So, bevor ich den Levelaufstieg mitnehme. Kenne ich euch nicht? Es kommt drauf an, wie gut euer Gedächtnis ist. Also ich bin hier des Öfteren. So, dann erstmal ab zur Ausstatterin. Und da werde ich dann versuchen, den Rest loszuwerden. Zumindest so den größten Teil davon. Warum hört sich die Musik auf einmal so bedrohlich an? Ist da wieder irgendwas im Hintergrund? So, genau. Ausstatterin. Nicht mit mir. Diesmal habe ich es mir gemerkt. Was wünscht ihr? Handeln. So. Ah ja, das Geld wird also tatsächlich bei ihr dann halt immer weniger, das ist gut. Und irgendwann kriegt sie dann halt wieder Nachschub. Das ist echt gut gemacht. Das gefällt mir. So, Zustand 50, Leichtwert 10. Nehmen wir jetzt mal, fangen wir mit den leichten Sachen an. Wert 22. Oh. 37. 24, das ist auch soweit in Ordnung. Und das Ding kann sie auch haben. So, nimmt sie auch alles gut an. Dann Waffen. Eisenkurzschwert. Akzeptiert. So, achso, ja, der Holzstab der Thunder. Wert 32. Wir kommen hier nicht mit. So, sehr gut. Dann haben wir das auch. Ich versuch's mal damit. Das fängt ja auch noch so an hier. Na, also geht doch. So. Danke. Oder warte mal. Was hast du denn zu... Was bietest du denn so Schönes an? Also, ein Kurzbogen... Zustand 25 von 500? Die Sachen sind bei dir nicht unbedingt in dem besten Zustand, kann das sein? Da müsste man also erstmal noch investieren. Stahl-Langbogen. Gewicht 8. Okay, dann haben wir Stahlpfeile. Ja. Später. Gehen wir davon aus, du läufst nicht weg und auch die Sachen, die du hier anzubieten hast, werden hier noch ein Weilchen rumliegen. Warte mal. Sicher. Eigentlich sehr großzügig. Nein, später. Jetzt nicht. Kurz überlegt, ob ich das Buch verkaufen soll. Was ich da noch mit mir rumschleppe. Aber erstens ist das jetzt nicht gut, weiß wie schwer. Und, oh Gott, ich höre schon wieder irgendwelche Viecher hier. Och, der hat das im Griff, das ist gut. So. Bei der Gelegenheit. Kurz zu ihm. Und eine Runde reparieren. So, das klappt ganz gut. 2304 Draken habe ich mittlerweile. So, was hat er denn Schönes anzubieten? Waffentechnisch.
Ein Speer. Aber keine Fernwaffen. Also jetzt zumindest nicht in Form von Bögen, Armbrüsten und dergleichen. Mhm. Magie gar nicht. Kleidung. Okay. Nun gut. Viele gute Kämpfe wünsche ich. Das ist sehr nett von dir. Danke, danke, danke. Das werde ich gebrauchen. Ja, 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 ja. Was liegt im Kollege da unten rum? Denke mal, ihr werdet dieses Tier nicht für euch beanspruchen. Vielleicht doch. Geht da jetzt so auffällig in der Gegend rum? Das ist sehr nett von dir. So, ich räume mir mal so ein bisschen auf. Ne? Ich glaube, du hast da nichts dagegen. So, dann ist das Tierchen auch weg. Okay. Jo. Ausbildung, Ausbildung. Könnte ich mich hier irgendwo ausbilden lassen von irgendjemanden? Kenne ich euch nicht? Ich glaube nicht. Ich frag mal hier. Schon in Ordnung, Nandos. Danke. Was kann ich für euch tun? Überzeugen. Ansonsten alles andere. Nochmal Lipol. Stärke ist eine Segnung. Ja. Willkommen. Willkommen. Anwerben wäre schön gewesen oder einladen, mitzukommen. Irgendwie sowas wäre mal eine Maßnahme gewesen, aber das geht irgendwie nicht. Reichtum ohne Grenzen wünsche ich. Danke, danke, danke. Mozera. So, mir geht es gut, danke. Was kann ich für euch tun? Weiter nix. War das mit ihm? Ich bewahre das kaiserliche Gesetz und jetzt geht weiter. Ja, ja, lebt wohl. Also hier ist niemand, der mich ausbilden kann. Zumindest nicht von den Leuten, die hier so draußen rumrennen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht nach Balmora oder so soll. Oder ob ich besser noch hier bleibe, obwohl ich bin ein wenig hin und her gerissen. Folgendes. Ich level erstmal. Ich glaube, das ist besser. Worum geht es denn? Bist du Ausbilderin? Handeln und überzeugen. Was bietet sie denn so an? Oh. Einiges an Waffen. Aha. Interessant. Blitzschaden. Ich sehe auch Bögen. Ich sehe hier Pfeile. Bögen. Stahlpfeile und so, aber ich sehe keine Bögen oder dergleichen. Kleidung, Jagdgürtel, Wirkung durch Benutzen, Schild 10 Punkte, okay, okay. Magie, hat so ein bisschen was zu bieten, das ist der, kennen wir schon, das kennen wir auch. Tränke, sonstiges. Ja, so der übliche Kram. Aschekartoffel. Gedingse halt. Smaragd. Interessant. Okay, ich sag mal abbrechen. Und ich sag mal leb wohl. So, schlafen. Genau, da geht's drauf. So, Moment. Hier war irgendwo ein Bett. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt hier einmal irgendwie durch. Ach, da diese Treppe habe ich gesucht. Kenne ich euch nicht? Nein. Und
und genau, nochmal hier hoch. Und dann hier einmal. Bist geheilt. Ich glaube, das sollte reichen. Jawohl, ja. Sehr schön. So. Ihr habt eine neue Stufe erreicht. Neue Stufe 4. Ich habe wieder 3 Punkte, die ich investieren kann. Und jetzt geht es natürlich darum, wo rein. Ich meine, gut, Stärke ist immer gut. Weil ich damit sowohl meine maximale Ausdauer erhöhen kann, als auch natürlich die Menge der Lebensenergie. Und das ist, sollte man auf keinen Fall vernachlässigen. Intelligenz ist natürlich auch so ein Ding, weil mein Magiewert dadurch bestimmt wird. Das habe ich bis jetzt immer vernachlässigt. Willenskraft. Widerstandskraft gegen Übermagie und eure maximale Ausdauer. Ich glaube, da habe ich auch immer noch investiert. Genau, und Geschicklichkeit. Ausdauer. So, Schnelligkeit. Das wäre auch mal eine Sache. Konstitution. Beeinflusst, wie viel Lebensenergie ihr beginnt, wie viele Trefferpunkte ihr pro Stufe dazu gewinnt. Oh, und eure maximale Ausdauer, das hatte ich noch gar nicht gemacht. Charisma ist natürlich auch so eine Sache. Glück, 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 Glück. Also erstmal würde ich sagen, auf jeden Fall Stärke, zum einen wegen der Lebensenergie, zum anderen wegen Ausdauer und natürlich auch, was ich so tragen kann. Da wäre ich jetzt bei 69. Konstitution, Anfang der Lebensenergie, Trefferpunkte pro Stufe und eure maximale Ausdauer auch. Da gehe ich jetzt mal drauf. Das habe ich, wie gesagt, in der letzten Zeit immer ein bisschen vernachlässigt und ich gehe auch mal auf Schnelligkeit. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, das jetzt mal so zu machen. So, okay. Sehr schön. Ja, dann werden wir uns überlegen, wie wir jetzt so weiter vorgehen. Ob ich jetzt noch hier bleibe oder ob ich mich so langsam aber sicher mal so in andere Gefilde begebe. Das machen wir dann aber in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, alles Gute und gehabt euch wohl.